So, da liegt er hinter uns. Der 6. Spieltag in der 3. Liga. Rot-Weiß Essen hatte unsere Jahn-Elf zu Gast. Wir sind gerade noch im Stadion. Der Tom ist bei mir. Heute sein erster Turmfunk-Einsatz. Und danach gleich noch die Expertise jetzt hier im Aftermatch-Talk. Und ja, ich würde sagen, wir steigen auch gleich ein, verlieren gar nicht allzu viel Zeit. Vielleicht kannst du uns mal die Eindrücke der ersten Halbzeit schildern und kannst uns sagen, wie du es empfunden hast, Tom. Boah, ja gut, ich habe mir da ganz viele schlaue Sachen aufgeschrieben. Grundsätzlich würde ich jetzt erstmal gerne allgemein sagen, fand ich, dass habe ich die Frage bekommen, wie ich das Spiel sehe. Also will ich eine 1 vergeben für gut und eine 2 für schlecht, müsste ich nicht sagen, eine 1,7. Hat auch den Grund, wenn wir mit der ersten Halbzeit eben anfangen, wir haben sehr viel abgewartet, ja, aber haben auch überhaupt keinen Zugriff bekommen. Also ich weiß nicht, was der Matchplan war, ob der Matchplan eben vielleicht war, eben abzuwarten, ja, und dann zu schauen, dass man vielleicht Konter bekommt oder dass man gegebenenfalls so oder so zuschlägt oder etwas abholt, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Also sie haben überhaupt keinen Zugriff bekommen, haben sich richtig an die Wand spielen lassen teilweise, auch eben sehr unkonzentriert manchmal. Hätten wir Oskar Schönfeld auf der linken Seite, ich glaube, hätte das auch etwas schlimmer aussehen können, weil der hat eine gute Übersicht bewiesen, muss man schon mal so sagen. Und eben, weil sich Felix Gebhardt sehr lang gemacht hat. Und wovon wir halt eben sehr profitiert hatten, war, dass Essen entweder schlechte Ecken geschlagen hat, ja, oder halt beschissene Kopfbälle gemacht hat. Das war so die Quintessenz aus der ersten Halbzeit. Ja, das hast du ja tatsächlich während dem Spiel auch schon mal gesagt gehabt, dass da die Ecken jetzt nicht deren Steckenpferd sind. Dementsprechend haben wir sie auch oft Ecken schießen lassen und sie haben ja auch wirklich noch kein Standardtor erzielt. Das war jetzt wirklich heute gut für uns, denn wie gesagt, die waren oft bei uns vor dem Tor zugange und sind oftmals ja, zum Eckball dann auch eingeladen worden. Wie gesagt, da hat aber Gebhardt oft die Bälle runterholen können. Du hast das gesagt gehabt, er hat sich auch mal lang gemacht. 10. Minute gab es eine riesen Doppelchance. Da hatten wir, kann ich mich erinnern, einen Ballverlust von Geipel, dann gab es einen guten Schuss, den Gebhardt wirklich stark pariert hat und die anschließende Ecke war auch schon fast die gefährlichste dann, denn da ging der Ball dann nur knapp daneben. Also da haben wir schon Glück gehabt, ansonsten bin ich voll und ganz bei dir, wir haben uns da eigentlich ziemlich auch den Schneid abkaufen lassen. Ich kann mich an keine große Chance von unserer Seite erinnern in der ersten Halbzeit. Wir hatten dann auch mal irgendwie, naja, eine Ecke oder so, aber es gab jetzt nicht wirklich die ganz große Szene, die jetzt ruhig gesagt hätte, da könnten wir ein Tor erzielen. Ja, ja, dann sind wir auch schon in der Halbzeit. Danach finde ich ein bisschen ein anderes Spiel. Also die zwei Halbzeiten unterscheiden sich. Wie ist denn deine Einschätzung zur zweiten Halbzeit? Ich glaube, was sich halt einfach in der zweiten Halbzeit geändert hat, wenn man das so nennen möchte, ja, woran man vielleicht auch erkennt, dass vielleicht der Jahn grundsätzlich eher in der oberen Tabellenhälfte eigentlich wahrscheinlich anzusiedeln wäre und Essen eher in der zweiteren, ne? Ist einfach der, dass der Jahn sich aufgebäumt hat, immer besser geworden ist und halt eben auch genau eben das macht, was man ja schon oft genug gesagt hat, die haben Bock, die zeigen das auch. Man sieht auch, ich sehe gerade die Spieler, wie sie hier langkommen, die haben alle doch irgendwo nur so ein Lächeln im Gesicht, also sind jetzt nicht komplett eingeknickt und so weiter, aber natürlich trotzdem müssen sie nachdenken. Ja, und wovon wir schon profitiert haben, ist, dass Essen immer unkonzentrierter wurde. Dass die immer unsauberer gespielt haben, unkonzentrierter gespielt haben, nichts richtig zu Ende bekommen haben, immer wieder Fehler einbaut haben oder sich verschätzt haben und so weiter. Und das hat uns schon sehr in die Karten gespielt. Was auch sich sehr leicht bemerkbar gemacht hat, gleich war der Wechsel von Hut zu Kanaus und Hotmann. Möchte aber an der Stelle, die Discord-Community wird mir jetzt wieder mit den Augen rollen, aber auch dazu sagen, ich bin immer noch der Meinung, es liegt nicht an Hut alleine, weil was will ein Stürmer machen, wenn er nichts bekommt? Er ist komplett auf alleine Flügel. Klar kann man es besser machen, das definitiv. Aber er war meiner Meinung nach wirklich auf komplett alleine vorne. Das haben dann Garnas und Hotmann sind ein bisschen besser ins Spiel genommen worden. Und auch Yannick Graf hat im Spiel sehr, sehr gut getan. Die Wechsel haben sich schon bezahlt gemacht. Aber unterm Strich war es dann auch besser, aber jetzt nicht so extrem viel besser. Nee, das stimmt. Die Wechsel haben es trotzdem, das stimmt. Also unsere Mannschaft hat zumindest dann auch weniger zugelassen, hat sich nicht mehr so sehr hinten reindrängen lassen. Es war dann eben Ganaus ist sehr agil, hat aber trotzdem auch einige Schwächen dieses Mal bei der Ballannahme oder beim Ballverteilen drin gehabt. Von dem her, ja, bin ich da bei dir. Also man kann es jetzt nicht an Hut alleine festmachen, weil Ganaus
heute, wie gesagt, jetzt auch nicht das glücklichste Spiel gemacht hat. Bei Jannik Graf, ja doch, der ist für mich heute sehr positiv hervorzuheben. Der hat zwei, drei richtig gute Szenen drin gehabt, hat ja heute auch tatsächlich, glaube ich, eine halbe Stunde bekommen, sich zu zeigen. Das finde ich gut. Ich freue mich ja immer drüber, wenn hier ein Eigengewächs auch mal mitspielen darf. Und anscheinend lebt er sich langsam ganz gut ein und wird hier vielleicht auch noch seine Einsatzzeiten bekommen. Ja, das ist etwas, Julia, der Stelle, wo man auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, 1889 FM hören, in der letzten Episode von Podcast, den Lukas auch erwähnt hatte, dass das sehr schön ist, dass wir eigentlich Jugendspieler einbauen und ihnen die Chance geben, weil, wie sich zeigt, es macht sich ja auch bezahlt. Also natürlich, Jannik Graf war jetzt natürlich nicht Man of the Match oder so, das wäre übertrieben, aber schon, er hat dem Spiel gut getan. Ja. Das definitiv. Also das muss man schon mal so hervorheben. Wenn ich mir das jetzt übrigens an der Stelle aussuchen müsste, wenn ich jetzt auf den Zettel hier gucke, muss ich schon sagen, also vor der Gegenseite, ja, waren für mich die Spieler des Spiels immer schon Götze und Rios Alonso, weil die einfach wirklich das hinten gelenkt haben und gute Übersicht gehabt haben und ihre eigenen Spiele nicht in Gefahr gebracht haben. Und von uns würde ich tatsächlich wahrscheinlich Oskar Schönfelder nehmen, weil ohne den hätten wir, glaube ich, echt alt ausgeschaut in der ersten Halbzeit. Also der hat wirklich oftmals gut Übersicht gehabt und den Ball wieder mitgenommen, weil sonst wäre es gleich ein paar Mal echt düster ausgeschaut. Aber ansonsten, ja. Ja, also ich war sehr zufrieden eigentlich auch mit unserer Innenverteidigung, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden gewesen hier mit Brönig und Ballas. Wären mir jetzt keine großen Fehler aufgefallen. Wie gesagt, nach vorne war nicht viel geboten. Wir haben in der zweiten Halbzeit dann noch einen zurückgenommenen Elfer gehabt. Kuriosität. Ja. Sind wir froh, denn der wäre gegen uns gewesen. Ich habe es im Live-Kommentar so gesehen, dass es sicherlich auch kein Foul war. Habe jetzt danach noch keine Bilder gesehen. Der Linienrichter hat interveniert und auf jeden Fall haben wir da dann ein bisschen auch Glück gehabt. Ganz am Ende haben wir dann ein bisschen Pech sogar, da hätte man den Lucky Punch machen können, da gab es eine gute Kombination. Faber war da beteiligt, hat am Ende dann den Ball mit Schmackes reingebracht und Ganaus wäre zum Abschluss gekommen, hat dann an den Pfosten, glaube ich, geschossen. Da hätte man es tatsächlich noch packen können. Wie gesagt, groß verdient hätte ich es jetzt nicht eingeschätzt. Ja. Ich hätte es natürlich trotzdem mitgenommen. Ja, also mitnehmen würden wir es alle, aber wie gesagt, man muss schon sagen, also Essen hätte es wahrscheinlich am Ende schon mehr verdient, aber auch nicht zwangsläufig. Also es ist unentschieden, damit können beide schon leben. Und auch, ja, nachdem ich so unglaublich zickig war, wie gesagt, ich fand den Schiedsrichter wirklich gut. Also man kann da nichts auf ihn schieben, er hat es wirklich gut gemacht. Er hat am Anfang war ein bisschen strenger, dann war er sehr locker, aber an sich eigentlich grundsätzlich immer fair. Manchmal hat man es zwar nicht ganz verstanden, die Linienrichter habe ich nicht so ganz verstanden manchmal. Und wie gesagt, die gelbe Karte, die ich am Zeitspiel habe ich nicht nachvollziehen können, da kann man auch wirklich nichts jetzt dagegen sagen. War an sich eine solide Leistung. Die schlechteste Leistung heute am Platz. Also es war wirklich eigentlich eine Frechheit, waren die Balljungen. Also ich glaube fünfmal? Top 2 Bälle im Spiel, das kann halt nicht sein. Also da müssen sie echt ein bisschen, sollten sie in Zukunft besser machen, weil das war halt echt nicht. Also ein paar Mal und einmal haben sie, glaube ich, auch eine schnelle Ecke von ihrer eigenen Mannschaft dadurch ausgebremst. Ja, das war tatsächlich unglücklich, was die gemacht haben. Ja. Also abschließend kann man, glaube ich, sagen, wir bleiben ungeschlagen, das ist sehr positiv. Wir haben heute bei weitem nicht unser bestes Spiel abgeliefert, haben trotzdem den Punkt mitgenommen und zwar in einem Stadion, wo ein enthusiastisches Publikum da ist und da wird der eine oder andere hier sicherlich noch Punkte lassen und vor allem auch verlieren und dementsprechend nehmen wir diesen Punkt mit, behalten den Nimbus der Ungeschlagenheit und bereiten uns jetzt Vollgas vor auf Sandhausen. Ja. Und schauen, dass wir da zu Hause die 3 Punkte wieder einsacken. Ja, das, wir wollen ja Sebastian Stolze und dem Knippiger Geschenk machen, wenn sie uns schon wieder besuchen kommen. Ja, ne? Richtig, und die 3 Punkte geschenken wir ihnen aber nicht. Ja, doch, wir schenken ihnen 3 Punkte für den Jahr, und so als, okay. Als Erinnerung, oder? Das ist, so können wir es machen, genau. Ja. Ja, gut, alles klar, dann. Passt. War es das auch schon wieder vom Aftermatch Talk für diese Woche und schaltet auf jeden Fall nächste Woche dann wieder ein, wenn es eben einen Sieg gegen Sandhausen zu bejubeln. Alle, die den Aftermatch-Talk hören und auf der Heimfahrt sind, kommt sicher und gut nach Hause. Und ja, viel Spaß. Servus, bitte.